Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind dabei, die Totenkopfinsel zu erkunden. Meine Klinge, Dämon. Das tat richtig weh. Und falls ihr euch fragt, wo wir sind gerade hier bei dieser Brücke. Und wenn wir hier rüber sind, dann haben wir so diesen Teil wegerkundet. Und dann fehlt uns noch dieser Teil hier. Vorerst und dann natürlich alles hier oben. Haben wir eigentlich, wenn wir diese markieren, eine Markierung auf der Karte? Da! Da ist der Hort des Bösen. Ja, da müssen wir vorher überall sonst hin. Also merke, dieses Gebiet erstmal meiden. Wir wollen ja das Spiel nicht zu früh beenden. Ah, perfekt, ein Teleporter. Geht doch. Mann, die Musik fehlt. Was soll das? Also die Musik für die Teleporter. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück und geben mal die Fleischquest ab. Sollen wir dem Dulli hier oben bringen? Ich habe Schattenfleisch für dich. Wirklich? Zeig her. Sehr gut. Es gibt allerdings noch ein Problem. Ich habe schon viel mit Schattenfleisch experimentiert. Ich komme einfach nicht auf die Lösung, wie man mit totem Fleisch umgeht. Wie meinst du das? Ach, einem Laien ist das schwer zu erklären. Ich bräuchte jemanden, der sich mit der Struktur von totem Fleisch auskennt. Es vielleicht sogar wiederbeleben kann. Klingt, als bräuchtest du jemanden, der sich mit Voodoo auskennt. Mit einem dieser Wilden zusammenarbeiten? Das wird doch nichts. Aber vielleicht könntest du dich mal für mich im Lager umhören. Ob du jemanden findest, der sich mit sowas auskennt. Und wenn es einer dieser Wilden ist, dann soll es eben so sein. Ja, das ist nicht sonderlich schwer. Denn wir haben ja vorhin schon mit dem einen gequatscht. Das ist nämlich er hier. Kennst du dich mit totem Fleisch aus? Kidlat kennt sich sehr gut mit totem Fleisch aus. Was möchte dieser Gucho wissen? Ich will nichts wissen, aber Rodas könnte deine Hilfe gebrauchen. Rodas? Er sieht mich an, als wäre ich ein Sklave. Aber gut, Kidlat muss seine Seele reinigen. Ich werde diesem Gucho helfen. Danke. Kidlat wird dir bei deinen Forschungen helfen. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir besonders lange brauchen werden. Ich hoffe, innerhalb des nächsten Tages zu einem Ergebnis kommen zu können. Ich werde mich zusammen mit Kidlat darum kümmern. Komm an einem anderen Tag nochmal zu mir, dann haben wir vielleicht schon eine Lösung. Das ist doch schön. Kann ich bei dir was lernen? Klar. Naja, wir haben kein Geld, natürlich. Nein. So, dann weiter im Text. Wir gehen einmal hier hoch. Was haben wir hier? Ach, guck mal, ein Magier. Das ist Zacharias, oder?
Das ist Zacharias. Wir haben Zacharias gefunden. Moin. Der mich von den dreien am wenigsten juckt. Bei der heiligen Flamme. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Es war ein langer Weg. In der Tat. Gut, dich hier zu sehen. Auch in eigenem Interesse. Ja, du hingst ein bisschen durch. Ich danke dir. Ohne dich würde ich immer noch in Nekrolots Folterzange stecken. Wie soll es nun weitergehen, mein Junge? Ich werde Nekrolot erledigen. Ende der Geschichte. Könnte es wirklich so einfach sein? Vielleicht. Nekrolot ist ein Titanenlord. Das heißt, dass er ein äußerst mächtiges Wesen ist. Doch ist seine Macht nicht unbegrenzt. Sein Wunderpunkt ist seine Überheblichkeit. Nutze das zu deinem Vorteil. Das werde ich. Ich werde nun gehen und meinen Männern beistehen. Meine besten Wünsche sind mit dir, mein Junge. Befreie die Menschheit von dem Übel, das die Erde hervorgebracht hat. Nice. Da haben wir Zacharias befreit. Schade, dass er uns nicht sagen konnte, wo Chani und Eldrick sind. Mistvieh! Ja, zeigt's ihnen! Hier geht's auch nur wieder hoch zu Zacharias, wa? Ja. Nun gut. Ah, ein Papageienflug, damit man hier abkürzen kann wahrscheinlich und zur Base zurückkehren kann, aber das brauchen wir nicht. Mistvieh! Das tat richtig weh! Spring in meine Klinge, Dämon! Richtig weh. So. Hier ist gar nichts. Hier ist unsere Flotte. Sogar mit dem kleinen... Wer fährt denn dieses kleine Kackboot? Als ob Bones immer so hinter unserem Dämonenjäger-Kahn hergurkt damit oder so. Naja. Okay, jetzt ist alles relativ linear hier. Das ist gut. Da haben wir dann ein Waffenlager. Und dann kommen wir zurück. Schön. Spring in meine Klinge, Dämon. Nicht schlecht. Oh, und so ein Vieh gibt es hier natürlich auch noch. Kannst Angriffe deines Gegners jetzt kontern. Pariere seinen Schlag kurz bevor er dich trifft, um deinen Konter auszulösen. Ihre Größe bedeutet nichts. Das Schöne ist, dass wir jetzt halt auch im Nahkampf extrem guten Schaden machen, weil wir halt schon 65 Nahkampf haben und 95 mit jeder Schwertart. Das ist gar nicht so schlecht. Wo
ist das Vieh hingeflogen? Ach, da. Ah, wir bleiben trotzdem beim Schießen. Der Schwertkampf ist halt gut gegen diese Dinger, die Golems. Aber ansonsten brauchen wir den nicht. So viel Goldklee. Als ob das eine Pflanze ist, die man jetzt so unbedingt noch braucht am Ende. Ein Lindwurm. Auch schon länger nicht mehr gesehen, die Dinger. Das ist auch der erste Lindwurm, den wir damals in der Höhle mit Bones gemacht haben. Der eigentlich, also wo wir eigentlich Bones den haben machen lassen müssen, weil wir selber so gut wie gar keinen Schaden an dem Vieh gemacht haben. Ich helfe dir und sie ist weg. Patty wird schon irgendwann wieder auftauchen. Und wenn nicht, dann ist es auch kein großer Verlust. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir müssen nach rechts und da bis zu dem Lavastrom erkunden. Okay, das ist natürlich blöd, aber andererseits haben wir unseren treuen Schergen. Der reicht völlig als Begleiter gegen die dicken Golems. Das ist doch einer von uns. Ein Dämonenjäger. Geister.
Gray. Endlich kommt hier jemand vorbei. Ich dachte schon, wir wurden vergessen. Los, lass uns gehen. Nur weg von hier. Wohin? Wie wohin? Bist du etwa nicht hier, um mich zurück ins Lager zu bringen? Nein, Kane hat mich geschickt. Ich soll die Lage überprüfen. Die Lage? Pff, das ist gut. Scheiße ist die Lage, das ist sie. Was genau ist dein Auftrag hier? Wir sollten die Brücke hier in der Gegend sichern. Das ist grandios schiefgegangen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieser Brücke. Diese Insel ist verflucht, sag ich dir. Versteckst du dich hier? Allerdings verstecke ich mich hier. Ein verdammter Schattenlord ist hier in der Nähe. Meine ganze Gruppe ist tot. Jetzt warte ich darauf, dass ich hier abgeholt werde. Was genau ist mit deiner Gruppe passiert? Der Schattenlord, der hier in der Nähe ist, hat ihnen ihre Körper geklaut und ihre Geister versklavt. Klingt echt scheiße. Ja, jetzt bewachen sie die Brücke, wie es unser ursprünglicher Auftrag war. Aber sie erkennen mich nicht mehr wieder. Sie scheinen komplett unter dem Einfluss des Schattenlords zu stehen. Ich würde ja versuchen, den Schattenlord zu töten, wenn ich nicht so eine Angst hätte, mich hier wegzubewegen. Ja, machen wir, also helfen wir ihm gleich mal mit. Aber erstmal kümmern wir uns um den Rest von dieser Ebene hier. Da könnte man natürlich theoretisch auch noch rüber. Wir haben eigentlich schon einen ziemlich großen Teil dieser Insel jetzt erledigt. Ich würde sagen, wenn wir jetzt wieder zurück im Lager sind, dann haben wir so 30% ungefähr schon. Ich werde mich um den Schattenlord kümmern. Was? Bist du irre? Das ist ein reines Selbstmordkommando. Wir werden sehen. Bitte, du kannst es gerne versuchen. Ich habe noch einen Tipp für dich. Wenn du es wirklich schaffen solltest, den Schattenlord zu besiegen, dann sollten die Geister mit ihm verschwinden. Das macht es dir vielleicht einfacher. Wie komme ich unbemerkt an den Geistern vorbei? Denk dir was aus. Ich glaube, es gibt auch einen Seitenweg um die Brücke herum. Zumindest, wenn du dir Flügel wachsen lassen kannst. Vielleicht kannst du auch an ihnen vorbeischleichen. Ich habe es noch nicht versucht, also um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Schau dich einfach mal um. Vielleicht findest du einen Weg. Seekarte. Okay. Hier, Todeszone. Gray will, dass ich die Geister seiner gefallenen Kameraden töte. Er sagte auch, dass ich nur den Schatten dort töten kann, der sie verwandelt hat. Dann sollte sich der Rest der Geister in Luft auflösen. Der Schattenlord ist aber da hinten. Also ja, man könnte jetzt hier rüberlatschen. Oder wir gehen einfach den direkten Weg. Und bringen den ganzen Schattenlord um. Du bist ein ziemlich mieser Dämonenjäger. Hey, denk bloß nicht, ich wäre ein Kameradenschwein. Aber was ist so verkehrt daran, seinen Brüdern den Rücken zu kehren, wenn alles verloren ist? Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du dem alten Bund beigetreten bist. Mann, jetzt versetz dich mal in meine Lage. Hier, das sollte dir beweisen, dass ich auch bereit bin zu geben.
Mit dir mache ich kurzen Prozess. Ach so. Das war's dann wohl. Mit dir mache ich kurzen Prozess. Richtig weh. Die Geister sind ja jetzt nun wirklich nicht besonders stark gewesen. Es gibt hier keinen Winkel, an dem ich mich wohlfühle. Wäre hier eine Kneipe, würde es anders aussehen. Ah, die könnte hier auch nichts mehr retten. Da hinten ist der Schattenlord. Du bist so gut wie... Das hat richtig weh. Nein! Oh mein Gott! Wir sind nicht verreckt. Patty ist auch einfach mal runtergesprungen. Clever. Ja, komm, was soll's. Ja, hier hätte man halt dann auch rübergehen können vorher. Dann hätte man sich nur dem Schatten dort stellen müssen. Aber ist doch völlig egal. Gut. Damit sind die alle weg. Ja, aber da oben kann man halt noch hin, ne? Aber ich glaube, ich probiere mal einfach als Äffchen da lang zu laufen. Das macht's vielleicht leichter. Benutzbares Äffchen. 0. Au. Null. Es ist wirklich so dumm gemacht. Ach, vergiss es.
Ist mir jetzt auch egal, der Rest. Wenn da oben die allerbeste Waffe des Spiels liegt, dann haben wir halt Pech gehabt. Der Schattenlord wird keine Probleme mehr machen. Er ist tot? Sieht ganz so aus. Dann finden die Geister meiner Kameraden vielleicht endlich Ruhe. Ich danke dir. Dann kann ich meinen Auftrag vielleicht doch noch zu Ende bringen. Ich werde diese Brücke halten. Mach das. Wie sieht's mit deiner Belohnung aus? Ich kann dir etwas Gold geben, wenn du willst. Danke. Lass uns handeln. Okay, zum Handeln hat er jetzt nichts Spannendes. Gut, er hat natürlich Gold. Das heißt, wir können ihm diesen ganzen Krempel hier andrehen. So, und damit haben wir auch wieder 2000 Gold. Und können uns jetzt hier wieder auf den Weg zurück in die Basis machen. Patty, kriegst du den hin? Kann man eigentlich hier drauf laufen? Selten dämlich. Ja, man kann da drauf laufen. Aber man stirbt ziemlich schnell. So, und hier sind wir wieder zurück bei den Türmen. Dann gehen wir einmal zurück ins Lager. Manchmal hält man besser die Schnauze. Und schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Vielleicht können wir noch irgendwie was sagen. Sicherheitshalber. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Die Schatten beim östlichen Lager machen keine Probleme mehr. Sehr gut gemacht. Männer wie dich können wir hier gut gebrauchen. Dann ist unser Waffennachschub schon mal gesichert. Die Brücke im Osten ist jetzt unter unserer Kontrolle. Dass wir diese Brücke halten, ist von höchster Priorität. Ich werde noch ein paar Männer dorthin senden. Wir dürfen diese Brücke nicht verlieren. Okay. Dann hätten wir noch den anderen Dulli hier. Diesen. Kann ich bei dir was lernen? Klar. Ich möchte ein besserer Taschendieb werden. Kein Problem.
lerne das jetzt einfach. Wir beobachten dich, Zivilist. Hier wollte ich nicht reden, sondern mit dir. Bring mir. Okay, das brauchen wir nicht. Oh, halt, da ist noch einer rum. Okay, die Essen-Fassen-Quest ist wohl noch nicht fertig. Wo ist eigentlich Zacharias? Wir sind zu einer Lösung gekommen. Die Verbindung von meiner Magie und Kittlers Voodoo ist wahnsinnig. Ich habe die Kieler immer für einen Haufen ungebildeter Wilder gehalten. Sein Voodoo ist eine hochinteressante Sache. Unglaublich, was die Mischung von Magie und Voodoo macht. Komm mal wieder runter. Entschuldigung, ich bin nur so aufgeregt. Was ist jetzt mit dem Schattenfleisch? Natürlich, natürlich. Hier, nimm etwas von unserem gereinigten Fleisch. Die Wirkung dieses Fleisches ist unglaublich. Das hat nur so gut funktioniert, weil diese Schatten gerade ein paar Menschen gefressen hatten. Aber normales Schattenfleisch können wir nun zumindest essbar machen. Das muss reichen. Was kannst du mir anbieten? Sieh einfach selbst. Kugeln. So, jetzt könnten wir theoretisch unsere Härte nochmal verbessern. Aber im Moment sehe ich dazu keinen Grund. Was bringt das hier? Ah, Ruhm plus 200, aber Seele minus 1. Das will ich eigentlich nicht. Verdammt. Dann frage ich ihn lieber nach einer Belohnung. Das klicken wir hier nochmal schnell durch. Dann haben wir das ja auch gemacht. Wir sind zu einer Lösung. Die ja, das hatten wir schon. Wie sieht's aus mit einer Belohnung? Natürlich, natürlich. Hier, nimm etwas von unserem gereinigten Fleisch. Die Wirkung dieses Fleisches ist unglaublich. Das hat nur so gut funktioniert, weil diese Schatten gerade ein paar Menschen gefressen hatten. Aber normales Schattenfleisch können wir nun zumindest essbar machen. Das muss reichen. Das ist ja jetzt wohl ein Witz. Das ist genau das Gleiche. Ich meine, es sind 1000 Ruben, aber minus 5 Seele will ich eigentlich nicht. Was kannst du mir verkaufen? Ich nehme gleich mal 100. Doch, weißt du was? Wir machen das, wir essen das. Auch wenn wir dadurch 5 Seele verlieren. Wir haben doch hier drüben unseren Edward. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Kriegen wir immerhin schon mal wieder plus 2 zurück und dann haben wir 97. Das ist doch okay. So, und dann müssen wir uns überlegen, wie wir als nächstes weitermachen. Also wir könnten nochmal hier hin und dann einfach hier rüber gehen. So, und dann hier rüber. Und hier und dann hier hinten hin. Und dann vielleicht kann man hier rüber oder wir holen uns dann dieses Waffenlager. Oder alternativ können wir auch von hier aus diesem Weg folgen.
hier hinten hingehen. Hier und dieses Waffenlager machen. Und dann von da aus hier hin. Ja, irgendwie sowas. Nee, ich glaube, wir gehen erstmal in der nächsten Folge hier hin. Gucken uns da um. Und dann vielleicht hier rüber noch. Zu dem Waffenlager. Und dann gehen wir wieder hier unten hin. Ja, ich glaube, so machen wir das. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne einen Kommentar und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao!